Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 21. Juli 2023. Und unser DAX, er bemüht sich stets, zeigt, dass es alles in Ordnung, aber so richtig kauft man es irgendwie gar nicht ab. Sieht nicht so gesund aus, was er hier momentan macht. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass er bestimmt so zwischen 16,180 und 16,70 hin und her pendelt. Unten wäre wichtig gewesen, Stundenschluss unter 16,70, sollte aber deutlich sein, nicht nur irgendwie 68, 65. Genau so ist es dann nämlich auch geworden und dann kam gleich wieder flotter Konter nach oben. Im späteren Tagesverlauf haben wir sogar einen Stundenschluss drüber hinbekommen und das hat er nicht angenommen, er hat das nicht verwandelt und das lässt ein bisschen aufhorchen. Der Tommy hat bei uns das im Chat auch schon geschrieben gestern, das trifft eigentlich meine Einschätzung zu 100%, denn das ist Standardablauf für den DAX zu einem Donnerstag. Also, wenn er irgendwas richtig gut kann, dann sind es Donnerstage in seinem Standardzyklus abzulaufen. Und das hätte bedeutet, hier Stundenschluss über 1,80 und dann einfach mal 4, 5, 6 Stunden durchziehen. Das ist Klassiker. Also, es gibt, glaube ich, kein Pattern, wo ich so viele Striche hinter der Klappt-Liste bei mir im Trading-Tagebuch habe, wie bei dieser Regelmäßigkeit. Und der hat das nicht genommen und das lässt schon ein bisschen tiefer blicken, dass er einfach momentan hier keinen Bock hat auf Trendfortsetzung. Jetzt haben wir hier einen Doppeltop gebaut. Doppeltop führt in der Regel nochmal zum Tief dazwischen. Er hätte jetzt noch ein bisschen Zeit, also könnte das theoretisch bis Freitagabend sogar ausstrecken, nochmal ein bisschen hocharbeiten am Freitag, 1,70, 1,80, dann nochmal runter auf 16,50, dort sich stehen lassen. Dann hätte zumindest ein Doppeltop erstmal bedient, das Muster von hier oben fertig. Aber da wäre trotzdem noch nichts gekonnt. Es ist auch kein Preis gewonnen. Fakt ist Doppeltop. Doppeltop natürlich auch insofern relevant, wenn wir jetzt rübergehen, kriegen wir ein kleines Kaufsignal. Oberhalb von 16,240, 16,250 war es dann 2,70 und 3,40 und 4,25 einleitet. 4,27 ist ja hier das alte Hoch, ne? Das heißt, da ein bisschen hingucken, wenn das Doppeltop fällt, wenn es überwunden wird, wäre das positiv zu werten. Auch wenn das jetzt zum Beispiel direkt holt oder als steigendes Dreieck mit noch einem dritten Hoch hier jetzt stellt, weil die Tiefs sind ja stand jetzt erstmal noch ansteigend, die Hochs sind auf einer horizontalen Ebene. Es könnte auch noch ein steigendes, ansteigendes Dreieck werden, was dann richtig am Montag nach oben raus eskaliert. Direkt gleich wieder 8 Uhr, so wie wir das ja den letzten Tag schon mal hatten. Nur eben, dass dann nichts mehr zurückkommt. Ja, also das würde hier auch gut reinpassen. Deswegen gucken wir uns mal an, wie der sich ein bisschen bewegt. Aber so rein vom Doppeltop her, wieder runter an die 16,50 zum Freitag, wäre jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Ja, also ich glaube, der Reiz liegt hier fast eher darin, den Montag noch abzuwarten. Also nicht den Montag noch abzuwarten, sondern den Montag dann zu nehmen. Das, was sie hier am Freitag stellt, weil das ist jetzt hier so ein bisschen Zwischenbewegung. Ah, also man könnte jetzt an einem Anstieg nicht erkennen, wird das jetzt oben raus, wird das unten raus. Und er ist grundsätzlich halt jetzt schon doll am Stänkern halt, ne? Ein kleiner Düsselkopf jetzt hier die letzten Tage. Das kennen wir aus den letzten 2 Wochen noch ganz anders. Da war wesentlich gehöriger, hat die Marken sauber bedient, hat nicht so rumgestochert. Das wirkt schon ein bisschen verzweifelt teilweise, wie er sich bewegt. Auch wenn es hinterher natürlich trotzdem passt, aber ist in der Situation halt eigentlich unüblich. Also gerade wenn ich so einen impulsiven Anstieg habe, ich mache eine astreine Flagge, ich steige auf ein neues Hoch, dann hier zu verkaufen, nee, also das passt nicht. Ja, dann fehlt hier unten noch das Tief, also ich finde schon eine sehr unstimmige Bewegung, gerade wenn das hier ein Trendimpuls war und dann von dem Tief aus ein neuer starten soll, also das sieht ja so brutal hässlich aus, also das nicht mal mehr zum gut, ja. Das ist einfach ästhetisch nicht schön, was er hier macht. Das passt auf keine Zählung oder wie auch immer. Das würde nur auf eine Korrekturmusterzählung passen. Die hätte aber eben zur Folge, dass hier noch ein Tief kommt. Vielleicht macht er uns noch das steigende Dreieck. Dann hätte er wenigstens ein bisschen was Schickes noch mit reingebaut. Was wir kennen, was hier üblicherweise reinpasst und was auch
zum Montag schön auflösen kann, wo man sich ein paar gute Punkte holen kann. Ansonsten seid ihr einfach ein bisschen weiterhin vorsichtig, ne? Also, wie ich die ganzen letzten Tage gesagt habe, auch unten fehlt einfach noch was. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man immer wieder so abverkauft und runtergezogen wird, weil die Marktteilnehmer alle da sitzen, er kommt ja eh nochmal da unter 16.000, dann nehme ich hier schon frühzeitig die Gewinne weg oder sichere nochmal ab oder nutze die hohen Kurse, um da eben noch ein bisschen was einzutüten, weil er eh nochmal unter die 16.000 geht. Und dann entsteht natürlich auch so ein Gemähre hier, ja, aber in der Regel eigentlich ohne neue Hochs. Also nicht so ganz so das Yellow from the Egg. Trotzdem handelbar. Wir haben klare Strukturen, klare Bewegungen. Also wer was machen kann oder will, der kann das natürlich tun. Ja, für den Freitag würde ich fast sagen, hier einmal kurz nach oben ein bisschen leicht positiver anstarten. Dann runterdrehen noch auf die 16,50. Soll die 16,50 fallen, bleibt weiterhin hier unten das Tief unter der 16.000 relevant. Ja, das könnte dann bis zum Abend hin angelaufen werden. Dreht das sich jetzt hier nach oben, würde ich damit rechnen, dass wir nochmal im Bereich 2,30 nach unten abdrehen. Dann wieder ein höheres Tief bauen im Bereich um 16,150. Dann wieder an die 2,30 laufen, dort vielleicht schließen und dann Montag, Dienstag komplett nach oben raus eskalieren. Bis 94, vielleicht sogar 700, hier oben 600. Steigendes Dreieck dann auflösen, würde auch reinpassen. Und dann hätten wir auch eine schöne dynamische zweite Bewegungswelle, weil so ein steigendes Dreieck immer richtig schön knallt, wenn es auflöst. Das wär auch noch optional. Ne? Direkt oben raus, das wär dann fast im System der letzten Tage unschön. Ja? Also, wenn er am Freitag schon direkt oben raustürmt, über 2,30, oh, ich weiß gar nicht, wie es. Ich glaube, ich würde hier gar nichts machen dann. Das würde mir zu quer im Bilde liegen hier, ja. Er würde dann wahrscheinlich Richtung 2,80, 2,90 laufen, hier an die Kante ran, 3,40 anlaufen. Das sind interessante Ziele, aber so wie der mit den neuen Hochs hier rumbuckelt, also, boah, ob ich da long gehen würde, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Müsste man sich angucken, wie er dann steigt, aber hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. So jetzt aus dem Stand jetzt gesagt. Kommt immer wieder das, kommt das so heftig auch zurück, also so deutlich, der ärgert sich, wenn du oben lang gegangen bist. Es ist ja einfach so, ja. Ja, von daher, ich gucke mal hier 1,70, 1,80 abdrehen oder wieder hoch an 2,30. Das wären so die Pattern, wo ich drinnen meine Punkte auch suchen würde wollen. Direkt oben raus, würde mir eigentlich nicht so in den Kram reinpassen, wenn direkt oben rausläuft, aber die Ziele sind ja trotzdem klar, ne? Also gerade 3,40. 2,70 da noch. Ich denke, das kennt ihr alle. Ja, von daher würde ich das dann soweit auch schon zumachen hier. Wünsche euch viel Erfolg zum Freitag. Schon mal ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns. Ja, wann machen wir ein Webinar? Für die Webinar-Leute haben wir noch keinen Termin. Muss ich nochmal überlegen. Schreibe ich nochmal in den Chat, schicke nochmal eine Mail rum morgen. Wegen Webinar. Ja, und ansonsten hören wir uns Sonntag wieder für das Video zum Montag. Bis dahin. Viel Erfolg. Tschüss.